Was macht eine Regierung, meine Damen und Herren, die gegen den Willen des Volkes Krieg führen möchte? Sie betreibt Propaganda. Das meint, sie verfälscht oder verschweigt gezielt Informationen und lenkt so das allgemeine Bewusstsein und somit die Meinung des Volkes. Es akzeptiert oder begehrt dann sogar Entscheidungen und Entwicklungen, die für die Gesellschaft schädlich sind und die es ohne die Propaganda weder gewollt noch hingenommen hätte. Wie viel Propaganda uns allein in den letzten Tagen über die Medien erreicht hat, ist kaum mehr zu überblicken. Wenn zum Beispiel EU-Kritik aus Bulgarien hierzulande verschwiegen wird, erleben wir eine Propaganda, die uns einflößt, dass wir mit unserer Kritik wohl alleine dastehen und falsch liegen. Oder wenn Medien und Regierung die Inflationsrate auf 1-2% angeben, obwohl sie im Lebensalltag weit höher liegt, dann ist auch das Propaganda, um den Bürgern weiszumachen, dass alles in Ordnung sei. Weil man so unendlich weiter aufzählen könnte, gilt es, genau hinzuschauen. Denn es muss ein für alle Mal aufhören, dass wir unser Verhalten durch Propaganda und Falschinformationen beeinflussen lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, laut einer EU-Definition für den Sozialkundeunterricht in der 9. Klasse ist zum Beispiel die EU ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Staaten, die sich der Wahrung des Friedens und dem Wohlstand verschrieben haben. Inwiefern diese Definition der Realität entspricht, können wir anhand des vorhin genannten Beispiels der Propaganda gegen EU-Kritik aus Bulgarien prüfen. Denn in Bulgarien zeigt die EU ihr wahres Gesicht. Im bulgarischen Volk wächst die Unzufriedenheit über die eigene Regierung. Bulgarien hat die niedrigsten Renten und Stipendien in Europa. Produktionsbetriebe, die der EU-Norm nicht entsprechen, sind stillgelegt. Die Landwirtschaft ist zerstört, weil die EU Standards eingeführt hat, die der natürlichen Landwirtschaft Bulgariens nicht entsprechen. Der Tourismus ist die einzige genehmigte Entwicklungsbranche Bulgariens. Was aber erwartet ein Land, das voll von Museen ist und NATO-Stützpunkte hat, aber keine eigenen Produktionsbetriebe? Denn trotz alledem nickt die Regierung gehorsam zu allen EU-Regelungen. Deshalb gingen am 21. Juni 2014 die Menschen im Zentrum Sofias auf die Straße. Einige hundert Demonstranten waren umschlossen von einem gewaltigen Polizeiaufgebot sowie Polizeifahrzeugen und Extrabussen mit Beamten des europäischen Geheimdienstes Eurojust vor. Sehr geehrte Damen und Herren, warum wird uns die EU-Kritik aus Bulgarien hierzulande verschwiegen? Ist das die EU, die angeblich gegründet wurde, um den Frieden, den Wohlstand und die Demokratie zu wahren? Sehr geehrte Damen und Herren, verbreiten Sie diese Sendung bei all Ihren Freunden, Bekannten und Verwandten, dass auch diese die Möglichkeit bekommen, sich ihr eigenes Bild zu machen und nicht unwissende Opfer der laufenden Propaganda bleiben. Vielen Dank. Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass man davon nichts hört. Und da muss man schon sagen, erkennt man eine Gleichschaltung der Medien dabei. Das kann ja nicht so von ungefähr sein, dass eine so wichtige Sache völlig unter den Tisch fällt. Eurojust 4, die Europäische Gendarmerie Force, die existiert ja noch nicht lange, ist 2003 eigentlich erst einmal vorgeschlagen worden von französischer Seite und wurde dann, es gab zwar schon eine erste Übung 2005 und dann 2006 war das Ganze auch umgesetzt. Seitdem existiert diese paramilitärische Geheimtruppe, die im Prinzip in der Lage ist oder in die Lage versetzt wurde auch von der EU, dass sie überall eingreifen kann, wenn eben ja, im Inneren Unruhen entstehen, also natürlich in Krisenzeiten, auch gerade wenn wir von der Wirtschaftskrise sprechen, das eine kippt ja schnell ins andere über und von daher soll es natürlich laut den Statuten dann dienen, dem Schutz der Bürger, der Bevölkerung und der öffentlichen Sicherheit. Nur zum anderen kann es eben sehr schnell gegen die Bevölkerung gerichtet werden. Und es ist einfach so, dass man dann sich eines Tricks praktisch bedient. Dass man sagt, gut, wir können ja nicht die Armee des Landes im Prinzip gegen die eigene Bevölkerung aufmarschieren lassen. Also haben wir hier diese Spezialtruppe und die kann das dann übernehmen. Und dann natürlich ist es Definitionssache, sozusagen ab wann eingegriffen wird, ab wann eingeschritten wird. Ne? Das ist ja auch nicht völlig klar und das wird dann auch im Einzelfall besprochen. Und auch jetzt angesprochen Griechenland,
Hier sind natürlich entsprechende Auflagen jetzt dazugekommen, die vom Land erfüllt werden müssen. Die Bürger spüren das natürlich. Aber wie weit entwickelt sich das? Wie geht das? Die Eurogen 4 steht sozusagen in der Reserve. Die ist da, die wartet für den Ernstfall, eingesetzt zu werden. Und die Legitimation hat natürlich immer der Mächtige. Ne? Ja. Und auch übrigens die Eurogen 4. Ich meine, die kann natürlich dann auch, es wird dann das nationale Recht ausgehebelt, die greift einfach ein. Es gilt zwar das nationale Recht weiterhin, aber sie können dann zum Beispiel eben auch nach Ermessen handeln und beispielsweise alle Gebäude, die sie besetzen, genießen Immunität, Plätze, alles immun. Und von daher also, es ist wirklich so, dass einfach das als EU-Recht sozusagen dann gilt und daran haben sich alle anderen dann zu orientieren. Musik.